Wir haben das Jahr 2017, also wir leben im digitalen Zeitalter. Ich komme jetzt mal zurück auf meinen Vater. Boah, der hat sich da immer ein bisschen so entschuldigt, hat mit Fotografie eigentlich nicht viel am Hut gehabt. Gut, es hat ihn auch nicht interessiert. Und wenn ich mich mit so ein paar Alten unterhalte, es war auch nicht so in. Heute hat jeder ein Handy, jeder macht ein Bild. Ich finde es schön. Er hat sich auch damals so ein bisschen geschämt. Hat sich auch entschuldigt, ja, wir haben nicht viel Kinderbilder und so. Und ab und zu hat mal ein Bekannter mal ein Bild gemacht, also dann hat man auch ein Bild. Ja. Also sein Arbeitskollege, der Herr Frengle, das weiß ich noch, der hat eine Spiegelreflexkamera gehabt und auch mit dir noch gearbeitet. Und ab und zu, wenn der mal bei uns war oder ich war mit meinem Vater mal unterwegs, dann hat er auch mal Bilder gemacht. Ja. Heute bin ich froh drüber. Gut, ich habe natürlich nicht viel Kinderbilder. Die heutigen Kinder oder die auf die Welt kommen, die haben natürlich viel Bilder, finde ich auch gut, warum nicht? Gut, ob es jemand öffentlich macht oder nicht, oder sich ein Poster, das ist jetzt auch ganz egal. Auf das Thema will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir geht es darum, dass viele mittlerweile auch ihren Fang fotografieren. Ja? Sie wollen zum Beispiel nicht, dass auf dem Fisch viel Blut drauf ist oder gar nicht. Sind viel in Frankreich unterwegs, ganz klar, Catch and Release, Holland auch. Da werden natürlich schnell Bilder gemacht, 2, 3 Stück. Und dann kommt der Fisch wieder in sein Element. Ja. Und dann passieren auch manchmal ein paar Sachen, das will ich euch mal zeigen, wenn man allein ist. Ihr seht es ja jetzt auch, ich habe jetzt hier ganz normal die Kamera aufgebaut. Ich spreche jetzt in die Kamera. Wenn man allein ist, sollte man es schon vorher ein bisschen vorbereiten. Wenn der Fisch auf der Matte liegt, immer nass machen, ich weiß, ihr macht es ja auch, den Fisch immer benetzen, ja, er darf nicht trocken werden. Und dann ist manchmal so, dass der Fisch nicht richtig ausgedrillt ist, er hat noch Power und dann schlägt er natürlich mit der Schwanzflosse so ein paar Wassertropfen auf die Linse. Das ist jetzt auch passiert. Ja. Ich hatte natürlich keine Acht gehabt, gut, das war auch jetzt ziemlich ein schwerer Fisch. Gut, ihr fragt immer mal, was wiegt der Fisch, der Fang, ihr wisst ja, ich vergesse es manchmal einfach zu sagen. Der Fisch hat jetzt 22,3 Kilo gehabt. Ja, ein schöner Spickler, ein ziemlich alter Spickler. Ich habe es ganz ehrlich gesagt nicht gesehen, dass jetzt Spritzer auf der Linse sind. Wenn man sich das Bild jetzt mal hier anschaut, das ist jetzt eine Fotografie. Da sieht man so eine helle Flecke. Ja, man kann es jetzt mit Photoshop wegmachen. Es ging. Ich habe es jetzt einfach so gelassen. Es war so. Es ist ja auch nicht schlimm. Ja, bei mir geht es ziemlich schnell, weil ich auch die Kamera komplett einrichte. Ich mache schon gleich die Schärfe. Also mit Automatik läuft da bei mir nichts. Es läuft alles manuell. Ja. Stativ, und Kamera steht dann da. Meistens decke ich es dann ab. Ja, und dann sieht man halt manchmal auch nicht so Spritzer. Das komme ich ja wieder drauf. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm. Das nimmt euch keiner verübel. Ja. Es passiert. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Jetzt hast du viel Grüße. Von dir an ihn? Ja, so weitermachen zu. Soll ich wieder mal blicken lassen. Ja, klar.